Der Ex-Kreisligist FC Oberpöring im gewohnten Gelb-Schwarz ist einer, wenn nicht gar der große Meisterschaftsfavorit in der Kreisklasse Dingolfing, hat aber am ersten Spieltag beim Remis gegen Tandorf schon gepatzt. Im Topmatch des vierten Spieltags gegen den punktgleichen FC Griesbach war ein weiterer Ausrutscher verboten. Und so legten die Hausreihen vor den gut 200 Zuschauern im Isar-Sportpark auch los. Bereits in der 6. Minute markiert Rückkehrer Daniel Heigl, der die letzten zwei Spielzeiten für Bezirksligist Osterhofen auflief, das 1:0. Top-Start also für die Oberpöringer. Und sie machten so weiter, während Griesbach hier eingangs offenbar ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hatte. Mr. Oberpöring, Michael Skornia, früher auch schon in der Landesliga tätig, legt in der 14. Minute das 2:0 nach. Und als dann Spielertrainer Stefan Wasmeier auf Vorlage von Heigl in der 27. Minute sogar das 3:0 erzielte, schien sich ein Debakel für Griesbach anzudeuten. Aber danach wurde das Spiel ausgeglichener und urplötzlich waren dann auch die Gäste da. Michael Fischer überlupft in der 34. Minute Torwart Daniel Stangl, der in dieser Situation eigentlich gar nicht rauskommen hätte müssen, zum vorläufigen Ehrentreffer. Doch quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte Manuel Ammann per Elfmeter den alten Abstand wieder her, das Foul dazu ans Skornia. Übrigens bewertete Schiri Manuel Piermaier nicht die zweite Szene, sondern das erste Foul ans Skornia. Der Pfiff ging also absolut in Ordnung. Ammann dann humorlos zum 4:1 Pausenstand. Aber unmittelbar nach Wiederbeginn machte der FCG dann einen auf Stehaufmännchen. Jonas Huber erzielt nach handgestoppten 40 Sekunden das 2:4 aus Gästesicht. Trotz dieser frühen Backpfeife blieben die Oberpöringer aber zunächst auch in Durchgang 2 Chef im Ring. Allerdings nutzten sie im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten ihre Chancen nicht mehr. Skornia hätte da kurz nach dem zweiten Griesbacher Treffer den alten Abstand wiederherstellen können. Wenig später setzt er Michael Kiermaier ein, dessen Querpass aber kein Hausherr erreicht. Griesbach zeigte sich zwar nicht so oft vorne, aber wenn, dann waren sie brandgefährlich. Der eingewechselte Co-Spielertrainer Kadir Filis, ebenfalls ein ehemaliger Bezirksliga-Kicker, visiert da nur die Latte an. Und weil die Gastgeber den Sack einfach nicht zubekamen, wurde es nochmal eine richtig heiße Schlussphase. Denn in der 75. Minute knallt Lukas Steger einen 30-Meter-Freistoß an den Pfosten. Den Abpraller köpft Matthias Hösel etwas glücklich rein. Griesbach war zurück in dieser Partie. Und fast hätte es sogar noch mit dem 4:4 Ausgleich geklappt. Stangl kann einen Steger-Freistoß nicht festhalten, reagiert dann aber überragend gegen Ogulcan Kaplan und Filis kommt nicht mehr richtig hin. Das war aber dann auch die letzte brisante Szene der Partie. Oberpöring zittert sich also letztlich über die Ziellinie. Also die erste Halbzeit für uns war eigentlich richtig gut. Wir haben da eine verdiente Führung erzielt mit 3:1 in Halbzeit gegangen, mit 4:1 in Halbzeit gegangen. War eigentlich dann auch für uns wirklich solide gespielt. Der Gegner kurz vor mir aufgeweckt mit dem Tor, aber dann war es eigentlich wirklich gut für uns. Und zweite Halbzeit haben wir eigentlich nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden. Die Griesbacher haben gekämpft, das können sie, und haben fast zum Schluss noch mal einen Ausgleich gemacht. Aber ich muss zum Schluss eigentlich wirklich sagen, aufgrund von der ersten Halbzeit war es eigentlich ein verdienter Sieger für uns. Ja, die erste Halbzeit haben wir nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns eigentlich vorgenommen gehabt haben. Und dann waren wir leider 4:1 hinten, dann ist normalerweise das Spiel schon gelaufen gewesen. Aber dann haben wir in der Halbzeitpause ein bisschen umgestellt und probiert nochmal alles nach vorne zu werfen. Hätte auch fast noch mit dem 4-4, war fast mit dem 4-4 belohnt werden. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, war es für die neutralen Zuschauer eine super Sache. Ein geiles Spiel, 4-3 von einer super Zuschauerkulisse, hat alles gepasst. Während Griesbach mit der Ausbeute von 7 Zählern aus nun 4 Spielen absolut zufrieden ist, bleibt Oberpöring dran am noch verlustpunktfreien Spitzenreiter Aufhausen. Ja, wir sind natürlich brutal glücklich. Wie gesagt, die 3 Punkte sind wichtig. Wir haben natürlich etwas vor. Und ja, haben einige auch in Zeitung eingeschrieben, was wir mir für ihr Favorit haben. Und das möchte man natürlich auch beweisen mit aller Kampf und Kraft. Die nächste heikle Aufgabe für Oberpöring wartet schon am Feiertag, wenn es zu Kreisliga-Absteiger Haberskirchen, aktuell Tabellendritter, geht. Griesbach will dagegen am Sonntag bei Schlusslicht Niederhausen gleich wieder zurück in die Erfolgsspur.